Ist ja dann wieder was anderes. So, lass mich gleich mal gucken. Ich muss mal kurz gucken, wie es mit dem Sound ist. So. Ist der Sound zu laut vom Ding her? Nee, ne? Oh, Frosty hat sogar schon aufgeräumt. Nee, jetzt müsste passen, oder? Weißt du vielleicht, wie man das macht, dass man in DC sehen kann, dass man streamt? Bei mir geht das irgendwie nicht. Wie unter deinem Nacht? Vielleicht die Verbindung da steht. Willst du sehen, dass bei dir unter deinem Namen steht, ist gerade online oder was? Boah, da war aber jemand fleißig. Da war aber jemand fleißig. Lass mal gucken, was hat. Oh, ey, hat er nicht gemacht! Hat er nicht gemacht! Ah. Er macht mich wahnsinnig, ne? Wahnsinnig macht er mich. Wahnsinnig. So, was haben wir hier? Nix Gescheites. Was haben wir hier? Genauso wenig. Ja, auch, dass man in DC sehen kann, dass man streamt. Also praktisch eine Nachricht, dass eine Nachricht automatisch erstellt wird. Ach so, das... Ah, warte mal. Das musst du machen mit... Das musst du machen mit... Streamcord. Wie bei mir jetzt gerade. Also das praktisch... Warte mal kurz. Dass bei mir in meinem Discord-Channel eine Nachricht kam oder was? Dass ich gerade online bin. Oder steht es unter meinem Namen? Weiß ich gar nicht. Ah, okay. Da musst du mal... Es geht mit Streamcord. Mit Streamcord, weil du bist noch kein Affiliate, deswegen kannst du diesen Mi6-Bot nicht nehmen, aber mit Streamcord geht es auch. Warte mal, mal gucken, vielleicht kann ich dir mal einen Link schicken. Ah, brauche ich die andere Tastatur. Streamcord. Zack. Zack. Und da kannst du den Streamcode praktisch auf deinen Channel drauf, also auf deinen Discord-Channel draufladen und musst dann, guckst du dir am besten mal ein YouTube-Video an, da gibt es ganz viele YouTube-Videos. Und dann kannst du einstellen praktisch, dass du Nachrichten praktisch auf deinem Channel, in welchem Kanal du willst in deinem Channel, kannst auch alles eintragen und da steht dann alles drin und kannst dann dich und glaube ich bis zu 6 andere geht glaube ich auch noch. Also nee, insgesamt 6 Stück kannst du machen, dass die benachrichtigt werden, dass sie streamt. Also das geht. Es geht mit diesem Streamcord-Bot. Aber da gibt es einen Haufen YouTube-Videos, du kannst dir am besten mal angucken, weil ich weiß gar nicht, ich habe das schon ewig gemacht, ich weiß gar nicht mal genau, wie das geht. Müsste ich mich selber erstmal wieder reinfuchsen. So, welchen Tag haben wir überhaupt? Tag 5, okay. Tag 5. So, können wir ausschalten, können wir Holz sparen, hier hat er nichts gemacht. Da, 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 da. Essen, Eier. Aber da gibt es auf YouTube einen Haufen Videos, die kannst du dir alle reinziehen. Das ist total einfach eigentlich. Soweit ich mich daran erinnern kann. War es, glaube ich, relativ einfach. Zack. Bop, bop. So. Ausschalten. Braucht viel zu viel Holz. Oh, ich habe noch 10 Storage-Boxen. Einschalten. 10 Storage-Boxen schmeiße ich mal hier in irgendeine Box rein. Supply, Supply, Auto. Ich schmeiß sie mal hier mit rein. So. Was haben wir? 6:30 Uhr. Das heißt, der Tag hat gerade erst angebrochen.
Hier ist schon wieder alles. Hier steht schon wieder alles still, weil einschalten. Oh. Was, sie hat viel zu viel Holz reingeballert, ey. Hier habe ich noch angeschmissen. Weil wir brauchen ja jetzt. Boah. Mal 500. Wir brauchen ja hier Eisenpfeile, ne? Dadurch, dass wir hier nicht mehr so großartig rumballern können, wie wir wollen. Zement ist erstmal durch. Das können wir auch weiter einschmelzen. Wie sieht es mit Blei aus? Geht. Messing. Können wir schon mal Patronenhülsen machen. Fertig. Wir dürfen es ja nicht übertreiben, ne? Dadurch, dass es ja ein Server ist, knallt es sonst alles durch und das ganze Holz ist dann weg. Das bringt ja nichts. Das ist so Geschossspitzen. Einschalten. Und weg. So. Und dann hätte ich gesagt, wir haben jetzt nicht so viel auf Tasche. Rezepte, Eisenpfeile, Papp. Wir gehen mal ein bisschen spazieren. Wir gehen mal ein bisschen spazieren, looten, erkunden. Wir haben noch viel zu wenig Klamotten. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, geil. Frosty hat nämlich noch ein Ding drauf gemacht. Eine Mod. Wir können die nämlich jetzt aufheben, aber die müssen repariert werden. Okay. Die müssen repariert werden. Ah, geil. Oh, das ist so geil. Jetzt können wir nämlich die Spikes hier aufräumen. Oh, halt, ne. Zack. Wie geil. Ich feiere das. Richtig geil. Gefällt mir sehr gut. Oh, da war Frosty schon ein bisschen aktiv hier. Okay, sehr gut. Gefällt mir. Der Händler ist da vorne. Da können wir mal das Zeug hier ein bisschen verkaufen. So, ich muss mal gucken. Ob wir... Huch, das Problem würde haben, dass die Zombies zu spät. Ne, da sind sie schon. Okay. Okay, da sind sie alle. Okay, hier sind sie alle. Oh, jetzt habe ich schon wieder alle getriggert. Das war zu viel. Tschüss. Ciao, Kakao. Jump mal kurz zum Händler. Verkaufen den Schrott. Wir könnten eigentlich mal kurz die Geschichte hier wegranchen. Warte mal, Frosty hat doch gesagt, er hat irgendwo Minibikes ins Hin, ne? Frosty hat doch irgendwo gesagt, dass er Minibikes hin hat. Na? Specki? Ne. Der Arnold. Hau ab. Keine Zeit für sowas. Ah, guck mal, siehst du hier zum Beispiel die ganzen Spikes? Die sind wahrscheinlich alle beschädigt, ne? Oh, doch nicht. Du bist beschädigt. Du auch. Weil wenn die hier so rumstehen, weil das ist immer schade, ne? Du kannst die nicht mehr mitnehmen. Die brauchen so viel Holz, die Dinger. Und dann sind die für den Poppers. Und so. Zack. Einmal frei. Geil, Omat. Das feiere ich gerade ein bisschen. So. Okay, das war jetzt nicht der Plan. Okay. Dich noch. Dich noch. Nochmal. Und nochmal. Sehr geil. Also Frosty, nochmal lieben, lieben Dank. Die Mod ist Porno. Das ist so ein geiler Rasenmäher. Ich will so ein Rasenmäher, ey. Sind die geil. Die sehen richtig Porno aus, die Rasenmäher. So, ich muss mal kurz meinen kettenbesetzten Knüppel ausprobieren. Naja, 100 macht der Schaden. Knapp. Okay, mit der Mod ist es schon besser. Also mit der Mod drauf ist es schon besser. Muss ich wirklich zugeben. Ist jetzt noch nicht 100 pro, aber es ist schon besser mit der Mod. Da liegen mir zu viele drin. Dann bräuchte ich mal so ein Basie. Bräuchte mal so ein Baseballschläger oder sowas. Können wir die schon machen? Baseballschläger kann ich doch schon machen. Bin ich blöd oder was?
Warum habe ich noch keine Baseballschläger? Also gleich nochmal nach Hause, Baseballschläger machen. Ja, und dann gibt es hier hart auf die Schnauze. Und Basie. Er lädt schon wieder alles neu, ne? Ich muss den Frosty mal fragen, weil beim Frosty steht oben, wo Beta Vanilla Alpha 2061 steht, bei ihm Frosty Edition. Muss ich mal gucken, wie er das gemacht hat. Weil die Dateien hat er mir eigentlich alle geschickt. Weil es ist ja nicht die reine Beta Vanilla, sondern wirklich die Frosty Edition, weil er noch ein paar Mods dazu gepackt hat. So, die Geschichte kannst du haben, die Lampe kannst du auch haben. Den Rest behalte ich erstmal. Was habe ich jetzt? 1,5. 1,5. Jetzt nicht die Welt. Oh, 2,4. 2,4 wäre schon geil. Schnitzen mit Bomber ist 600 Dukes. Bist du denn ganz sauber, ey? 600 Dukes für ein paar Schnitzen mit Pommes. Aber Händler Reset war. Bauplan Erste Hilfe. Helmlichtmod. Brauche ich die noch einen Helm? Habe ich bis jetzt noch keinen gefunden. Muss ich die nehmen? So. Verändern. Rein. Schnitzel mit Pommes ist immer gut. Ja, absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Zack. Geile Scheiße. Hast du noch einen? Nee, ne? Hätte ich auch. Habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen. Ey, Schnitzel mit Pommes. Nee, leider nicht. Okay. Leider nein, leider gar nicht. So, Helmlichtmod haben wir. Sehr geil. Müssen wir noch üben. Hey, willst du mich rollen? Du Drecksau! Das gibt's ja nicht, ey. Bleib doch mal da, ich will dir doch nichts Böses. Okay. Okay, das müssen wir nochmal lernen. Aber, warte. Wir müssen gleich nochmal... Oh, siehst du, was ich gesehen habe? Wir haben die falschen Pfeile, ne? Zack. Wir müssen gleich noch ein bisschen Holz mitnehmen. Holz ist immer gut. Ach, Entschuldigung. Irgendwas mit Hals, ey. Holz, Holz, Holz. Zack. Jetzt mir schön die Wurzel ins Gesicht gedrückt. Aktivieren. So, ich glaube, ich gehe jetzt noch mal kurz heim. Mach die zwei Basies und werden die durchbrutzeln. Der Turm. Völlig zerstört. Ja, unser Eiffelturm ist echt schön. Nicht. Da oben liegt mein Bett übrigens, ne? Glaube ich. Oh, toll. Willst du mich rollen, ey? Die ganze Zeit suche ich so einen blöden Hut und jetzt kriege ich einfach einen. Oh. Manchmal, ne? Verändern, zack, zack, tragen. Weiß nicht, ob Frosty schon einen hat. Kann ich Frosty einen mitnehmen? Käfsche. Ein Schluck vom Käfsche. Also es war mal der Eiffelturm. Frosty und ich haben jeder eine Mülltonne weggemacht und dann war es mal der Eiffelturm. Dann hat er sich gedacht, nee, habe ich keinen Bock mehr. Was das da oben ist, keine Ahnung. Das weiß ich leider nicht. Und der Gebietsschutzblock ist, eigentlich könnte man den tiefer setzen, ne? Jetzt so. So, zap, zap. Warte mal, ich guck noch mal was. Ich habe dort so einen Punkt, aber es langt wahrscheinlich nicht, ne? Prügelpeter.
Drei Punkte, ne, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, aber warte, wo hat Frosty die ganzen Sachen hin? Während der Springer nicht ordentlich gearbeitet, ne. Der macht mich fertig, ne? Wie er mich einfach ignoriert hat, ne? Einfach ignoriert hat er mich. So. Zack. Zack. Da ist noch nichts drin. Da ist auch noch nichts drin. Wo hat er dann die... Die Mopeds? Ah, hier. Hat der schon eins oder was? Boah, eine Ratsche hat er gemacht. Der Hund, ey. Er wollte mir halt etwas Spaß gönnen, ja. Cool, eine Knarre. Geilo Milo, ist die besser als die? So, die macht 23, 39, 14, 31. Aber die macht mehr Blockschaden. Achso, Nahkampf ist es, sorry. Die Haltbarkeit ist besser, Ausdauerkosten ist gleich, aber der macht mehr Blockschaden. Aber die macht mehr Blockschaden, dann nehmen wir doch die. So. Dann... Ist hier... Ne, hier ist Werkzeug drin, ne? Ne, wo soll Werkzeug drin sein? Hier, glaube ich, ne? Ne, hä? War denn das Werkzeug gehabt? Hier. Hier was drin. Genau, sehr gut. Motor habe ich leider nicht gefunden. Kleidung packe ich ihm hier rein. Eisenrohr. So, in die Schmieden, in die Schmieden. So, hier haben wir nochmal Eisen. Zack, hier haben wir nochmal was. Zack. Eisenrohr schmeißen wir nicht weg. Hier haben wir Messing. Rosti, hi. Servus. Na, wie geht's, wie steht's? Alles gut? Übrigens, ich habe Spike und die Ratsche gefunden. Ich danke dir vielmals. Richtig geil. Können wir richtig abgeben. Du hast aber allerdings vergessen, alle Kisten aufzumachen. Ich habe sie dann selber aufgemacht, wenn es okay ist. Alter, was er hier schon alles gemacht hat. Ey, was ist denn los mit dir? Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Kann ich mir nicht erklären. Das kann ich mir nicht erklären. Hast du irgendwo schon Eisenrohre rein? Eisenrohr, Eisenrohr. Das Blöde ist nur, dass ich kein Englisch kann. Neben der Werkbank. Ach ja. Ach so, wegen Streamcord meinst du, oder was? Ist das alles auf Englisch? Oh, das wusste ich nicht. Da habe ich nicht dran gedacht. Aber... Guck mal bei... wer hat denn das gemacht? Hat der... Der... Oh, wie heißt der wieder? Nicht der Nilsson, sondern der andere. Lius Mind. Der hat dazu ein Video gemacht zu Streamcord. Guck dir das mal an. Der hat... Nilsson? Ich glaube nicht... Weiß nicht, ob der Nizel eins gemacht hat. Auf jeden Fall hat der Alter. Der Lius Mind hat auf jeden Fall ein Video dazu gemacht. Das weiß ich. Der hat es auch total simpel erklärt. Wo hast du nur die Knochen hin? Bin ich jetzt doof? Haben wir gar keine Knochenkiste? Ich pack die beim Essen mit rein. Bin verwirrt. Zack. Der müsste auf jeden Fall ein Video gemacht haben dazu. So, dann brauche ich... Lass kurz überlegen. Nee, kein Bock. Kein Bock. Einfach kein Bock. So, haben wir auch Klebeband oder hast du das ganze Klebeband schon verpulvert hier? Haben wir kein Klebeband mehr, oder was? Kann ja wohl die Wahrheit sein.
Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist natürlich jetzt schlecht. Wie viel brauchen wir? Ich will ihn zerstören. Was? Nee. So nicht, Freundchen. So nicht. So nicht. Dafür mache ich dir keinen Baseballschläger. Pff. Spinnst. Das ist aber eine Frechheit. Ja, schwer erschüttert. Schwer erschüttert. So, dann brauche ich auf jeden Fall Gasolina. Ansonsten das Eisen. Packe ich mal hier wieder rein. Hier holen wir nochmal ein paar Eisenpfeile. Rezept, Eisenpfeile. Zack. Jetzt sind alle Federn weg. Dann lassen wir die restlichen hier. Ich will nicht zerstören, also das ist ja wohl... Finde ich okay. Finde ich echt nicht okay von dir. Ganz schön frech. So, schön Eier mit Speck reinziehen. Ziehen wir uns noch so einen schönen Yucca-Saft rein. Und dann warten wir mal 3 Minuten und dann kriegen wir unseren Baseballschläger und dann können wir... Dann können wir hier abgehen. Dann geht's hier los, du. Dann frage nicht nach Sonnenschein. So, ich muss mal kurz gucken. Ich habe nämlich oben meinen Schlafsack hingelegt. Und der Frosty hat ja gestern nochmal kurz überlegt, dass er unseren Turm ein bisschen niedriger machen möchte. Deswegen muss ich mal gucken, ob mein Schlafsack noch da liegt. Alter. Ja, er liegt noch da. Okay. War der Türm nicht mal größer? Hä, warum hält es nicht an dem Glas? Huch. Hä, warum hält das nicht an dem Glas? Das verstehe ich jetzt nicht. Gibt's da irgendwas Besonderes, oder? Den habe ich ausgegraben. 200. Fertigen. Kommen mir die Stahlträger entgegen. Könnte das hier passieren? Jetzt ärgerlich. Ah! Och, willst du mich rollen, ey? Okay. Was sollte das jetzt? Dass du selber keinen Bock gehabt, oder was? Ja, warum hält... Das verstehe ich nicht. Warum hält das nicht an Glas? Ist es neu? Oder war das schon immer so? Mir noch nie aufgefallen. Ich habe Angst, dass ich gleich tot bin, wenn ich hier drunter stehe. Jetzt mal kurz ein paar Steine holen und Sand. Und gleich ein bisschen aufräumen. Da könnten wir nämlich rein theoretisch hier oben... irgendeine Plattform, die Plattform besser nutzen mit irgendwas. Bist du noch nicht mit Wasser, aber. Jetzt kann er schon wieder wegen der Ausdauer. Der macht mich wahnsinnig. Der macht mich wahnsinnig. So. Baseballschläger müsste gleich fertig sein, dann können wir gleich los. Jetzt schmeiße ich noch das Zeug in die Schmiede rein. Oh, nicht aufs Glas. Ich bin immer noch fasziniert, wie stabil das Glas sein kann, ne? Haben wir jetzt eigentlich noch unten im Mülleimer stehen oder sind mittlerweile alle Mülleimer kaputt?
Aber wenn da noch einer ist, dann müssen wir den auch noch wegmachen. Mit dem Turm dann gleichmäßig runterfällt. Achso, wird hier noch gehalten, ne? Oh Mann, schaut aus hier, ey. So, hier noch, hier noch, hier noch. Boah! Ich hab's gewusst, ne? Ich hab es gewusst. Aber was willst du machen? So. Ist fast aufgeräumt hier oben. Scheiße. Und das alles nur wegen dem Mülleimer da unten, weißt du? Ist schon krass. Du machst einen Mülleimer weg und das halbe Ding stürzt einfach ein. Aber wird gerade ein bisschen schlecht hier, glaube ich. Hui. Hallo? So. Wo ist er? Da ist er. Geilo Milo. So, pass auf. Wir müssen da unten mal ein bisschen umstrukturieren. Das gefällt mir alles so nicht. So, dann verändern. Raus, raus, raus. Zack, verändern. Rein, rein, rein. Und zack. Die schmeißen wir mal da drüben in die Kiste rein. Huch! Wo ist die Kiste hier? Bei Schlagwerkzeug. Haben wir immer mal gebraucht. So, ich bin dann mal wieder weg. Datenvolumen sparen. Guck später nochmal rein. Jo, macht es. Viel Spaß noch. Danke aber fürs Reingucken. Bis später. Bis später. So. Haben wir unseren Baseballschläger. Natürlich wäre es jetzt auch geil, wenn wir die Feuermod hätten. Aber, hey, wir wollen ja jetzt nicht... Alter, es war mir so klar, ne? Es war mir so klar, dass das noch kommen wird, ey. Junge. Oh, ich wollte das Zeug noch in die Schmiede schmeißen, ne? Bist du des Wahnsinns? Fette Beute. Jetzt habe ich mich aber kurz erschreckt, ne?